Ja, schönen guten Tag. Hallo, hier bin ich, eure Gabi. Ich habe ja einen Blogartikel geschrieben über das Thema Avatar bzw. Gravatar und dazu mache ich mal ein kleines Video, um euch das einfach nochmal zu veranschaulichen, wie wir das finden, wie wir den einrichten können, diesen Gravatar und ein paar Fragen, die findet ihr ja dann auch in meinem Blogartikel. Zu dem Thema Gravatar. Ich befinde mich jetzt hier auf meinem Blog und bin hier in den Einstellungen und dann gehen wir in die Einstellungen Diskussion. In Einstellungen Diskussion scrollen wir so ein bisschen weiter nach unten. Aha, ihr seht schon. Und hier finden wir unsere Avatare. Ich habe natürlich jetzt meinen Avatar schon angelegt. Deswegen finden wir hier das Bild von meinen Gravatar. Ihr seht also, ich habe gleich bei der Plattform Gravatar, wo wir uns gleich hinbewegen werden, auch noch einen kleinen Text eingegeben über mich und mein Profil dort etwas veranschaulicht, damit jeder weiß, mit was ich im Internet hier so unterwegs bin. Ob ihr das macht, liegt natürlich euch frei. Ich mache das halt, weil ich ja gesehen werden will. Ja, Gravatar benutzen halt viele auch, um sich im Internet halt sichtbar zu machen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Kommentar hinterlässt, dann sieht man dann hier dein Bild. Das ist doch schöner, als wenn du, wenn man jetzt quasi nur einen leeren Kopf sieht. Manche haben ja auch dann hier diese Comicfiguren und. Das finde ich persönlich wieder nicht so schön und vertrauenserweckend. Da ist es auf jeden Fall, wenn man ein eigenes Bild hat, ist meine persönliche Meinung. Wie wir uns das jetzt erstellen können, zeige ich euch mal. Dazu wechseln wir jetzt mal auf diese Seite hier. Das ist die Gravatar-Seite und die heißt gravatar.com. Geht ihr dann einfach hin. Und ich habe jetzt schon einen Gravatar, deswegen kann ich euch jetzt hier nur mal mein Profil, meine Gravatars zeigen. Ja, ihr legt euch dann ganz normal euer Profil an, loggt euch dort hinein und hier habt ihr die Möglichkeit, dann verschiedene Bilder hochzuladen. Die könnt ihr ja euch aus eurer Bibliothek dann zurechtschneiden. Und ihr habt hier die Möglichkeit, auch eure E-Mail-Adressen einzugeben. Das heißt, ihr könnt eurem Bild mehrere E-Mail-Adressen zuweisen. Dann ist es halt so, wenn man im Internet unterwegs ist und diese E-Mail-Adresse erscheint, erscheint auch gleichzeitig dein Bild. Es ist eigentlich von der Arbeit her viel erleichternder. Man muss nicht extra diese ganze Zuweisung für die einzelnen Bilder der E-Mail-Adresse machen, sondern man hat das halt alles schön gebündelt hier in diesem Account. Na, das ist keine schlechte Sache. Ja, dann würde ich mal sagen, macht das mal. Legt euch mal hier so ein Gravatar an. Und ja, das seid ihr auf jeden Fall sichtbar schon mal im Internet unterwegs. Das war's erstmal mit dem kleinen Video. Alles andere findet ihr ja dann in meinem Blogartikel. Da habe ich auch noch mal ein paar Sachen dazu geschrieben. Und wie ihr den dann hier anlegt, das ist ja hier nicht schwer. Ciao, eure Gabi.